Ciao, buongiorno aus Toronto. Ich habe gestern entschlossen am Abend, nachdem ich den Wetterbericht studiert habe, dass ich nicht nach Lecce fahre, sondern nach Toronto, weil da das Wetter besser sein soll. Und stimmt eindeutig. War zwar eine Anfahrt von ca. 2,5 Stunden, das heißt, es ist jetzt kurz vor 10:30. Jetzt schmeiße ich mich dann aufs Rad und mache eine schöne Tour. Ich freue mich. So ein Blick aus dem Hotelzimmer ist schon was Feines. Das einzige nach unten zum Pool darf man nicht blicken. Da hat einen sehr starken Grünstich. Aber sonst eine super Aussicht aus dem 6. Stock. Fußgängerzone von Toronto gelandet. Für das, dass Donnerstag zu Mittag ist, ist eigentlich relativ viel los. Und das sind sicher alles keine Touristen, sondern Italiener. Festo. Italienische Verhältnisse. Die gerade da runterfahren, das kann ich mal sparen, weil das Militär ist ein Spielverderber. Da gibt es einen Zaun, unter Anführungszeichen, ein Metalltor mit Kamera. Das werde ich sicher nicht überklettern. Das ist so ein Ziel von einem Bootwettrennen, Ruderrennen. Geht es ziemlich zu. Die einzige, die nicht fertig ist, ist sie, die steht und trainiert. Irgendwie. So viele Leute wie heute unterwegs sind da und dieser Wettbewerb und so, kommt man vor, wie wenn das heute ein Feiertag wäre. Entweder in ganz Italien oder zumindest da, weil sonst könnten nicht so viele Leute unterwegs sein. Komme ich jetzt auf die Autobahn, glaube ich. Da unten führt allerdings ein Weg. So oder da, neuer Versuch. Da oben ist die Autobahn und diesmal geht es unter der Autobahn durch. Scheint mir schon sinnvoller. Nur für Autos gesperrt. Apropos Autos, da oben auf der Autobahn hat es kracht, wie man sieht. Das gibt nicht sehr viel her. Da bin ich jetzt irgendwie ein Vorort von Toronto, so ein Industriegebiet, leergefegt. Ah ja, leergefegt. Ich habe nachgeschaut, tatsächlich, es ist heute ein Feiertag in Italien. Tag der Befreiung. Deswegen sind so viele Leute draußen. Und deswegen, das ist mir nämlich auch schon zuerst aufgefallen, sind kaum LKWs unterwegs. Nun auch, Feiertag. Müll, Müll, Müll. Wäre in dem Bereich in Italien sehr oft zu sehen.
Trailer weg. Aber irgendwie ist fahrbar, weil da irgendwie durchkämpfen. Ups! Shit! Da sind Scherben. Und was für welche. Hoffentlich hast du den Reifen vertragen. Ist weggesprungen wie ein Einser, die Scherben. Wow. Okay, so eine Glasscherbe ist selbst der beste Tubeless-Reifen. Macht was. Wenn er dir einen Schnitt in den Reifen zaubert. Was ist da versteckt drinnen? Da runter mit dem Rad ganz sicher nicht. Da muss ein Weg rund um die Schlucht geben. Da runter kämpfe ich mich nicht durch. Also Komoot hätte mich jetzt tatsächlich da weitergeschickt. Irgendwie hätte ich dann über die paar Felsen drüber runterklettern müssen, runterklettern, dass ich es rauskriege. Dann wäre es da weitergegangen, aber das schaut mal alles sehr interessant aus. Ich glaube, ich werde umdrehen. Das ist ein größerer Umweg, weil die nächste Straße ist ein schönes Stück, damit ich da raufkomme. Wow, da sind schon wieder die Urscherben. Das macht mich narrisch. Navi, bin ich voll am Weg. Navi hat wie immer recht gehabt. Nur der Bauer, der hat sich nichts geschissen und hat über den Weg drüber gepflügt. Und somit war er weg. Na, das ist recht nett da. Wenn auch auf einmal von da hinten ganz dunkle Wolken aufziehen. Zum Glück muss ich aber eh da zurück. Das heißt, ich hoffe, die nächsten 15 Minuten halt das Wetter noch durch, bevor ich dann Richtung blauen Himmel fahre. Nicht schlecht. Man muss nur den richtigen Knopf drücken. Da fahre ich aber jetzt nicht runter.
Das ist geil. Eine Olivenbaumallee. Und die dürften alle schon sehr, sehr alt sein, die Olivenbäume. Ja. Circa 15 Kilometer habe ich noch in Richtung blauer Himmel. Da ist ziemlich schwarz mittlerweile. Ich hoffe, das ist keine Sackgasse bei der Raffinerie, sondern geht durch oder vorbei. Sonst habe ich ein Problem. Weil ich bin schon vorher auf der Autobahn gelandet. Ja, schöner Scheiß. Gibt's was Ärgeres? Ich schätze mal so, 1 Kilometer weiter ist die Straße. Der ist da weitergegangen. So kommen wir aber nur auf die Autobahn. Kannst du da probieren. Vielleicht komme ich da irgendwie raus. Schaut nicht gut aus. Stacheldrahtzaun. Und da geht nichts durch. So ein Scheiß, jetzt kann ich zurück zur Autobahn. Na bravo. Dann kann ich Radgeisterfahrer spielen auf der Autobahn. Da vorne sieht man die Straße, zu der ich nicht hinkomme. Was sagt er mir? Das habe ich jetzt wieder gebraucht. Das Premium-Erlebnis heute. Neue Idee. Ich habe da gerade eine Straßl neu entdeckt. Vielleicht hilft man das raus. Oder es endet dann ebenfalls in einer Sackgasse. Die Straße ist dann ja leider nicht beschrieben, von wegen Sackgasse, ja, nein. Das sind alles so halb private Straßen von der Raffinerie. Können sein. Ja, ich glaube, da komme ich raus. Da vor, geradeaus durch. Wenn da jetzt nicht irgendwo noch ein Zaun dazwischen ist, ein Stacheldrahtzaun oder was auch immer, ich sehe da weit entfernt die Autos fahren. Also das muss jetzt gehen. Vernetztes Gas vom Berg. Oh ja, ich glaube schon. Dann doch was die Altstadt. Sehr schön. Könnte zwar einen Anstrich vertragen, aber hat auch seinen Charme. Ja, beim Hotel. Die Tour war abenteuerlicher als ich dachte. Und die Altstadt war gar nicht so übel. Habe ich erst ganz am Schluss entdeckt. Ja, jetzt geht's runter, wo ich das Auto geparkt habe. So, schön war die Tour. Diesmal beende ich es mit einem Blick vom Balkon, weil der ist so herrlich. Der absolute Hammer.